Nach dem gestrigen Flash Crash, wie man ihn bezeichnen kann, vor allem an den US-Märkten, dürfte es heute zum Handelsbeginn erstmal eine Erholung geben und das, obwohl Shanghai wieder deutlich im Minus ist. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Das war ein krasser Tag gestern. US-Futures vom Handel ausgesetzt, massive Bewegungen, massive Volatilität. Heute könnte sich die Sache ein bisschen beruhigen, aber es wird trotzdem volatil bleiben. Auch wenn wahrscheinlich die ganz großen Wellen nicht mehr kommen, wie wir sie gestern gesehen haben, aber die See bleibt auf jeden Fall unruhig. Schauen wir uns erstmal an, was heute in Asien passiert ist. Der Nikkei ins Plus gedreht, plus 0,76%, auch der Hang Seng in Hongkong plus 1,62%, aber in Shanghai, da geht es weiter nach unten, minus 4,33%, allerdings war die Öffnung schon mit minus 6,8% heftig, insofern sogar eine leichte Erholung und Australien erholt sich deutlich um 2,39%. All das wird dazu führen, dass der DAX erholt starten wird. Wir hatten gestern ja im späten US-Handel noch den Abverkauf. Der DAX um und bei 9.600 Punkten getagst. Jetzt dürfte es im Bereich 9.870, 9.880 auf X-DAX-Basis, also auf Future-Basis, dann gleich losgehen. Schauen wir uns erstmal an, was heute an Termin auf der Agenda steht. Da ist der IFO-Index um 10 Uhr aus Deutschland sehr zu beachten. Da wird die Stimmung wahrscheinlich durchaus ein bisschen eingetrübter sein aufgrund der Ereignisse auch in China und der Entwicklung in China, die Verkäufe neuer Häuser aus den USA um 16 Uhr und natürlich der Hinweis auf www.finanzmarktwelt.de, da interessantes, wichtiges und weiterführendes wieder für den heutigen Tag. Jetzt schauen wir mal rein in die Charts und gucken, was tut sich da, wie ist die Lage, was spielt sich ab, was hat sich abgespielt und was könnte weiterkommen. Wir sehen gestern diesen brutalen Move hier auf die 9.315, um dann wieder auf 9.900 Punkte zu steigen. Dann ging es wieder nach unten. Jetzt dürften wir, wie gesagt, im Bereich 9.870, 9.880 starten. Könnten hier möglicherweise das Gap zumachen, zunächst mal bei 9.935 etwa und dann knapp unter der 10.000er Marke. Das wäre drin, aber dann dürfte es wieder schwierig werden. Wir sind noch lange nicht aus dem Schneider. Wir müssen uns klar machen, dass das, was in Asien passiert, im Grunde eine Asienkrise ist, die etwa das wiederholt, was der Westen mit der Finanzkrise absolviert hat. Nur, dass der Unterschied zu den USA hier mit China eben so zu deklarieren ist, dass die USA es geschafft haben, ihre Schulden, ihre Kreditschulden, die völlig überzogen waren, ins Ausland zu exportieren. Und das kann China nicht, eben weil der Markt lange abgeschlossen war. Das heißt, die Verschuldung bleibt bei den Chinesen hängen. Und das ist das große Problem, das wir hier sehen. Und das dürfte dazu führen, dass eben so etwas Ähnliches passiert in China wie in den USA, eben zu Zeiten der Finanzkrise. Und das ist noch lange nicht ausgestanden, auch wenn es mal wieder ein paar hundert Pünktchen nach oben geht im DAX. Schauen wir uns mal den Dow Jones an, wie er sich aktuell präsentiert. 16.098, wir sehen hier, sind wir gestern ja nochmal auf 15.800 und ein paar zerquetschte gefallen als Schlusskurs. Aber jetzt geht es massiv nach oben, 16.143 sogar in den letzten Handelsminuten. Da geht es wieder stark nach oben. Das dürfte den DAX dann sogar noch weiter in Richtung 10.000er Marke steigen lassen. Schauen wir uns mal den Euro an, wenn er denn kommt. Da ist er. Da sind wir bei 1.1550. Gestern die Spitze über die 1.17. Short Covering, hier das Stichwort. Da haben viele also ihre Positionen glattstellen müssen, ihre Carry Trades glattstellen müssen. Der Euro hält sich aber locker über der 1.15er Marke. Das erstmal ein positives Zeichen. Schauen wir uns hier den Dollar-Yen an. Auch hier erholt nach dem gestrigen Move in Richtung 116. Das Gold, 1154, tut sich nicht wahnsinnig viel, wird aber langsam nervös. Und das amerikanische Crude Oil November-Kontrakt 39,51 $. Also, es wird wieder Action geben heute, wenngleich die Vola wahrscheinlich nicht ganz so krass sein wird, aber seien Sie auf der Hut. Wir erwarten erstmal eine Erholung, wahrscheinlich 10.000, vielleicht sogar ein bisschen drüber noch. Und dann wieder etwas nach unten. Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao.